Derzeit gibt es in Deutschland ca. 22 Millionen Vollzeit-sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. 9,3 Millionen davon, also eine riesige Zahl, bekommen nichtmals eine Rente von 1.500 Euro pro Monat später mal. In diesem Video wollen wir uns ein paar Zahlen, Daten und Fakten angucken zu der gesetzlichen Rente und ich möchte dich dafür sensibilisieren, dass du aufpassen musst, dass du nicht in die Altersarmut fällst. Willkommen zu diesem Video, mein Name ist David Happe und ich bin seit über 14 Jahren Experte für das Thema Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Geldanlage. Ähnlich wie ein Steuerberater oder Anwalt bin ich als unabhängiger Honorar-Finanzanlagenberater tätig. Das heißt, jeden Tag kommen Menschen auf mich zu, seit vielen, vielen Jahren, immer mit der Frage, ob die vorhandenen Altersvorsorgeverträge, die sie privat abgeschlossen haben oder teilweise über den Arbeitgeber, sich lohnen und ob es Sinn macht, weiter einzuzahlen oder ob es besser ist, andere Wege einzuleiten. In diesem Video wollen wir uns mal mit der gesetzlichen Rente beschäftigen und ich möchte dir ein paar Zahlen mitgeben. Ich habe hier einen Artikel vor mir, der kürzlich in der Welt veröffentlicht worden ist, wo es heißt, dass 9,3 Millionen der aktuell 22 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten eine Rente von unter 1.500 Euro später erwarten werden. Hier wird geschrieben, dass bei einer 40-Stunden-Woche und 45 Arbeitsjahren und einem Stundensatz von 20,78 Euro, demnach einem Monatsgehalt von 3.602 Euro brutto, sich eine Rente von knapp 1.500 Euro nur ergibt. Das heißt, wenn du also ein durchaus gutes Einkommen von 3.602 Euro hast und das 45 Jahre lang durchhältst ohne Unterbrechung, dann darfst du etwa 1.500 Euro gesetzliche Rente, wohlgemerkt brutto, erwarten. Von der Rente gehen natürlich dann noch runter die Sozialabgaben, die Beiträge zur Krankenversicherung und Pflegeversicherung und natürlich auch noch die Steuern. Das heißt, eine riesige Anzahl an Menschen, 9,3 Millionen, wird hier in eine riesige Altersarmut fallen. Das weiß man heute schon, weil die gesetzliche Rente eben diverse Probleme hat in ihrer Finanzierung. Da erzähle ich dir nichts Neues, aber ich möchte dir einfach an dieser Stelle diese Zahlen nochmal mitgeben. Solltest du jemand sein, der vielleicht keine 20,78 Euro an Stundenlohn hat, sondern zum Beispiel nur auf einem Niveau bist von 16,62 Euro und demnach ein logischerweise geringeres Einkommen von ca. 2.700 Euro brutto hast und das aber wiederum 40, 45 Jahre durchhältst, eine volle Stelle hast, 40 Stunden arbeitest, dann darfst du mit einer Rente von ca. 1.200 Euro rechnen. Das heißt, du siehst hier, die gesetzliche Rente hat einfach eklatante Lücken und du wirst, wenn du nur die gesetzliche Rente für dich als Altersvorsorge siehst und das Thema private Altersvorsorge immer weiter vor dir herschiebst, auf eine riesig große Lücke später gucken müssen. Das wird also dazu führen, dass dein Lebensstandard, den du dir über die Jahre erarbeitest, und gerade wenn du keine Altersvorsorge betreibst und also auch dir es nicht wert bist, einen gewissen Teil deines Geldes wegzulegen und den lieber verkonsumierst und ausgibst und für schöne Dinge des Lebens nutzt, wirst du natürlich entsprechend eine noch größere Lücke später haben. Wenn du dich heute schon daran gewöhnst, deinen Lebensstandard ein leicht bisschen zu senken, weil du eben einen Teil deiner Einnahmen für die Altersvorsorge nutzt, hast du natürlich einen kleineren Lebensstandard. Das heißt, je weniger man, und das ist das Gemeine dabei, für seine Altersvorsorge macht, desto mehr tut man ja im Umkehrschluss verkonsumieren und desto höher ist der Lebensstandard und desto größer ist dann hinten raus auch die Lücke. Ich will dir in diesem Video also einfach ganz deutlich mitgeben, dass die gesetzliche Rente alleine dich absolut nicht später über Wasser halten kann, sofern du dich nicht damit anfreunden kannst, später nur noch Toast und Zwiebeln zu essen, sondern einfach ein vernünftiges, würdevolles Leben im Rentenalter leben möchtest. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass eben du nicht zu diesen 9,3 Millionen Menschen gehörst, sondern eben zu den Menschen, die es schneller und früher erkannt haben, zusätzlich was zu machen für die Altersvorsorge und eben eine vernünftige Zusatzeinnahme sich aufbauen. Wenn du zu jemandem gehörst, der nur Mindestlohn verdient, der zwar immerhin bei 12,41 Euro mittlerweile liegt, kannst du dir ausmalen, ist das Problem der gesetzlichen Rente noch größer. Dann wirst du wahrscheinlich nicht mal auf 1.000 Euro brutto gesetzliche Rente später kommen. Und dementsprechend, egal in welchem Einkommensniveau du dich befindest, wenn du deinen Lebensstandard halten willst, musst du zusätzliche Altersvorsorge betreiben. Es gibt unzählige Möglichkeiten, für die Altersvorsorge was zu machen. Ich gehe mal davon aus, du gehörst zu den Menschen, die schon irgendwas tun, weil sie erkannt haben, dass das Ganze wichtig ist und sinnvoll ist und dass du eben später nicht im Rentenalter ohne Geld dastehen möchtest. Wenn du aber überfordert bist und weißt nicht von diesen vielen Möglichkeiten, was tatsächlich Sinn macht und was sich lohnt und was sich rechnet, dann kann ich dir anbieten, dass du gerne mal auf unsere Homepage gehst oder hier auf dem YouTube-Kanal dir mal ein paar Videos anguckst und dir einfach mal bei uns, wenn du dich ein bisschen informiert hast, einen kostenlosen ersten Termin buchst. Ich biete das seit vielen, vielen Jahren an und viele tausende Menschen haben diese Möglichkeit auch schon in Anspruch genommen, dass man einfach mal sich unverbindlich kostenfrei unterhält, die Situation bespricht und darüber redet, welche Verträge schon da sind.
dass wir gemeinsam eine Übersicht erstellen über alles, was vorhanden ist und dann darüber sprechen, an welchen Stellen vielleicht Verträge gut sind, Sinn machen und weiter bespart werden sollten, vielleicht noch mehr gemacht werden sollte und welche Verträge unter Umständen nicht so gut sind. Genau das ist das, worauf wir uns spezialisiert haben. Das heißt, wenn du dir so einen ersten kostenfreien Termin sichern möchtest, geh einfach mal auf unsere Homepage www.tappeconsulting.de. Den Link findest du auch unten in der Beschreibung. Und dann informier dich ein bisschen über uns und dann buch dir doch mal einen kostenlosen ersten Termin, in dem wir darüber sprechen, wie du neben der gesetzlichen Rente noch richtig vernünftig was aufbauen kannst, damit du eben nicht in die Altersarmut fällst. Das wünsche ich mir für dich aus tiefstem Herzen. Von daher, ich freue mich, wenn wir uns bald persönlich kennenlernen. Dein David.